Ich rufe auf Top 14 der Tagesordnung die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz über die Zuständigkeiten und Gebühren im Schornsteinfegerwesen. Für die Berichterstattung bitte ich Herrn Eckert von der SPD ans Rednerpult. Ja, Frau Präsidentin, ich darf Ihnen den Bericht des Ausschusses abgeben. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Das Abstimmungsergebnis war einstimmig. Herzlichen Dank. Die zweite Lesung, das ist verabredet, findet ohne Aussprache statt, meine Damen und Herren.